Geothermische heiße Quellen in Island sind nicht nur einzigartige, wunderschöne Ökosysteme. Sie sind auch die unerwartete Heimat unzähliger Viren, die oft wenig bekannt oder den Wissenschaftlern einfach unbekannt sind. Diese mysteriösen Viren könnten der Schlüssel zur Entwicklung neuer marktfähiger Produkte oder Innovationen in den Bereichen Medizin, Biotechnologie oder Molekularbiologie sein. Unter diesen extremen Bedingungen infizieren die meisten Viren oft nur Bakterien. Für den Menschen sind sie unschädlich. Vor Ort untersuchen Virenjäger, ob sie letztendlich unsere Gesundheit verbessern können. Laut den Forschern übertrifft die geschätzte Virenanzahl bei weitem die geschätzte Zahl der Sterne im beobachtbaren Universum. Viren sind überall und man kann eine Menge von ihnen lernen. Viele Viren sind sehr nützlich, weil sie für die biologische Forschung sehr grundlegend sind. Sie haben zum Verständnis sehr grundlegender biologischer Mechanismen beigetragen. Und sie waren sehr nützlich bei der Entwicklung von Anwendungen in der Molekularbiologie und Biotechnologie. Jedes Virusgenom enthält Gene, die seine erfolgreiche Vermehrung ermöglichen. Die Viren werden auf weitere Untersuchungen vorbereitet, um ihre genetischen Geheimnisse zu enthüllen. Die richtigen Bedingungen zu schaffen, um die Viruskapseln zu öffnen, ist ein wichtiger Schritt dabei. Denn man will alle Viren öffnen, man will die ganze Vielfalt der Proben erhalten. Aber das muss man sehr vorsichtig machen, denn wir wollen die DNA nicht ruinieren oder verlieren, bevor wir sie einfangen und für die Sequenzierung sammeln können. Die Virengenome werden mit hochentwickelter Ausrüstung sequenziert. Die Wissenschaftler des EU-Forschungsprojekts verwenden auch Bioinformatik-Algorithmen zur Identifizierung der Gene. Die Forscher haben bisher eine Datenbank mit 50 Millionen Virengenen aufgebaut. Wir sind diejenigen, die zwischen den Leuten stehen, die die Biologie verstehen, die vor Ort sind, die die Ökologie verstehen und denjenigen, die daraus Produkte machen. Das heißt, wir machen die molekulare Analyse, die den Experten nach uns helfen, die richtigen Ziele zu finden und diese Targets dann entsprechend zu perfektionieren für den Einsatz als molekulare Werkzeuge. Vielversprechende Genprodukte, insbesondere Enzyme, werden dann auf struktureller Ebene mit 3D-Grafiken untersucht, um ihr Potenzial zur Entwicklung marktfähiger Produkte wie Biokatalysatoren zu bestimmen. Die Biotechnologie braucht Enzyme, die sehr klar definiert, bei denen die Mechanismen für die jeweiligen Anwendungen sehr gut definiert sind, um also das Enzym für genau die Anwendung zu optimieren, die in der Industrie benötigt wird, müssen wir verstehen, wie das Enzym funktioniert. Und genau das tun wir. Die biologische Virenvielfalt ist das größte unerforschte genetische Reservoir der Erde. Darin schlummern biotechnologische Innovationen, die nur darauf warten, entwickelt zu werden.